die Headlines des Tages. US-Zerstörer beschossen, Informationsfreiheitsgesetz beschlossen, FPÖ macht ORF-Gesetz zum Wahlkampfthema. Weg damit! Erneut Angriffe im Roten Meer. Die militant-islamistische Houthi-Miliz hat nach eigenen Angaben erneut ein amerikanisches Kriegsschiff bombardiert. Das teilte die Gruppe auf ihrem Kanal von Telegram mit. Das US-Militär hat seinerseits bestätigt, dass der Zerstörer eine Schiffsabwehrrakete abgefangen hat. Das Geschoss sei aus dem von der Miliz kontrollierten Gebiet in Jemen abgefeuert worden. Das Amtsgeheimnis in Österreich wird weichen. Das hat am Mittwoch die Regierung beschlossen. Alle öffentlichen Stellen haben dann die Pflicht zur Auskunftserteilung. Auch staatliche Unternehmen, Stiftungen und gesetzliche Interessensvertretungen werden dann zu mehr Transparenz verpflichtet. Der Ministerrat hat die Novelle heute positiv aufgenommen. Der moderne Rechtsstaat ist da. Wir haben aber immer ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir eine Abwägung schaffen zwischen dem Informationsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern im 21. Jahrhundert, aber auch einem Augenmaß für die Verwaltung, dass es hier nicht zu einem Lahmlegen kommt. Manche Kritik war natürlich berechtigt, das hat lange gedauert, aber wenn man einen derart großen Paradigmenwechsel durchführt und das Amtsgeheimnis, das im Jahr 2025 für 100 Jahre in der Bundesverfassung gewesen sein wird, abschafft, dann glaube ich, sollte man sich auch die Zeit nehmen, um das mit allen, die es betrifft, auch entsprechend durchzuverhandeln. Das neue Informationsfreiheitsgesetz wird im September 2025 in Kraft treten. Die FPÖ hat am Mittwoch in ihrer Aktuellen Stunde im Nationalrat das neue ORF-Gesetz zum Wahlkampfthema gemacht. Herbert Kickl empfiehlt die Abschaffung der Haushaltsabgabe. Weg damit! So einfach ist das und da lasse ich mich auch gerne als einen Extremisten von Ihnen beschimpfen. Da bin ich nämlich ein Extremist in Sachen Fairness nämlich. Das ist etwas, was Sie schon gar nicht mehr kennen. Und umgekehrt gibt es natürlich auch die Variante B. Nicht, das wäre dann sozusagen die Austro-Ampel, das, was ich da irgendwann einmal auch als politischen Swingerclub bezeichnet habe. Jedenfalls ein Schulterschluss der Verlierer gegen die Freiheitliche Partei. Und im Fall des ORF bedeutet dann diese Variante B, dass diese Zwangssteuer selbstverständlich erhalten bleibt. Und sehen Sie, diese ORF-Entscheidung, meine Damen und Herren, das ist nur eine einzige Entscheidung, eine von ganz, ganz vielen wichtigen Entscheidungen, die in diesem Jahr anstehen. Kickl wurde daraufhin von den anderen Parteien massiv kritisiert, da die FPÖ massiv Propaganda über ihre eigenen Kanäle verbreitet. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.